Hey Leute, was geht ab? Wie jetzt mein neues Let's Play? Naja, neu kann es nicht sagen. Es ist ja immerhin Elsword. Aber Elsword Korea. Nächst. What? Hoppala. Ja, Leute. Ich hab durch Elsword Korea schon mal ein bisschen angefangen damals. Also, naja, als der Sheetline rauskommt, habe ich es angefangen. Es ist nun etwas Zeit vergangen, kann man... What the fuck? Für vergangen, kann man sagen. Aber ich habe schon lange nicht mehr gespielt und naja. Sheetland habe ich ja sowieso nicht gut können spielen. Deswegen versuche ich mein Bestes, Leute. Warum ich FPS-Lags habe, fragt mich was Einfacheres. Ich weiß es wirklich nicht. Oh yeah! Aber ich liebe diese Techniken. Zack, zack, zack. Natürlich kommt dieses Video auch selbstverständlich auf YouTube, damit ihr es sehen könnt. Ich hätte mich vielleicht auch so Rekord One nehmen sollen, aber das wäre zu auffällig. Ich könnte gebannt werden deswegen. Zur Info, ich habe einen Full Korea Account, also ich kann jederzeit, wann ich will, mir immer Videos hochladen bzw. machen und sie euch zeigen. Ich zeige selbstverständlich jetzt auch gleich das Field Update, was uns, naja, in der EU, sage ich jetzt mal, statt Deutschland, erwarten wird. Ah, die FPS regen mich ein bisschen auf. Aber hey, bam, 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 in your face! What the fuck? Ich hab nicht mal einen Skill drücken. Da waren die schon tot. Huh. Na warte. Zack, zack, zack. Was kann ich noch zu Korea sagen? Definitiv coole Sprache, cooler Sound. Muss ich den Koreanern lassen? Das haben die wie immer sehr gut hinbekommen. Ah. Klar, Koreas Sound ist das, was jeder mag und liebt, aber hey. Jedenfalls können wir zu Nordamerika sagen, beziehungsweise zum amerikanischen Elsword, wir haben eigene Soundqualität, während ihr, naja, die koreanischen nimmt. Die klingt gut, koreanisch hört sich gut an, sagt keiner was. Aber wir sind uniker, kann man sagen. Klingt-Manipulation, klar, Leute, ist gegen Regeln, tut es bitte nicht. Versucht euch lieber einen Korea-Account zu überholen, so wie ich, mit ein bisschen Glück. Ich habe 3 Jahre gebraucht, um einen zu bekommen. Selbst gemacht habe ich ihn mir. Ich habe mich auf keinen anderen verlassen. Und hey, was sieht man jetzt? Korea Full Account. Ich kann versuchen, welche zu machen, aber ich werde es nicht. Ich habe einfach keine Lust, Ärger zu bekommen. So einfach ist das. Ich habe lange gebraucht. Es ist meiner. Ende aus Mickey Mouse, sagt man so gerne. Und das war's auch schon. Ihr müsst genau wie ich suchen, suchen und nochmal suchen. Woher kriege ich einen Korea-Account? Brauche ich wirklich einen, weil... Vielleicht kriegen wir eine Cheat-Night ja noch diesen Monat. Ach, diesen Monat rede ich da. Dieses Jahr vielleicht noch. Ansonsten kann ich es nur noch nächstes Jahr erwarten. Und ich kann euch sagen, hier seht ihr ein kleines Preview, wie man ihn spielt. Es macht Spaß, muss ich sagen. Sehr viel Spaß. Es ist zwar die dritte Elsword-Klasse. Ich hätte noch am liebsten noch mir eine Eicher gemacht, aber ich kann Eicher nicht spielen. Da gebe ich auch ehrlich so. Ich bin zu dumm dafür. Ich komme einfach nicht mit dem Gameplay mit dir klar. Raven wäre was anderes. Den Weapon Taker, hey, den zeige ich euch gerne mal. Werde ich wahrscheinlich auch kein Let's Play starten, wie ich da hinlevel auch. Aber erstmal will ich den hier erstmal leveln. Schon kann ich auch noch spielen. Rena und Eicher sind. Und Eve sind, naja, irgendwie nicht meine Klassen. Fragt mich nicht warum, es ist einfach so. Das Leveln auf den koreanischen Server geht äußerst schnell, muss ich sagen. Gut, die Koreaner haben 150% XP nochmal jetzt hier bekommen, weil es so viele spielen und sie ja noch ein extra Server aufmachen mussten. Aber hey, was kümmert mich das? Ich kann Level schneller leveln, kriege Buffs und alles und ja, das Interface sieht auch gut aus. Das neue, muss ich sagen.
Ich komme ein bisschen mit den Lags nicht klar hier. Aber gut, damit muss ich leben, wenn ich ehrlich bin. Das fuckt ein bisschen ab. Aber naja. Wenn die Befehle ein bisschen zu spät kommen. Das ist schon traurig bis. Aber hey! Ich kann Korea zocken. Beste Entschuldigung ever. Die Schrift. Ich habe keinen Bock, keinen Plan, was da steht. Ich spiele es einfach. So einfach ist das. Also, die meisten Sachen muss ich hier wirklich raten. Ich kann zwar einen Hauch von Koreanisch, weil ich durch das Subben vom Trailer gelernt habe, vom Infinity Sword, aber nicht wirklich. Wow, unfair. Zack, zack, zack. Oh, nice. Ich kann zwar auch Y und Y wiederholen, aber hey, da bringt mir das jetzt hier. So, jetzt reicht's mir. Geht doch, geht doch. Was ich auch sagen muss, die neuen Skins, die da sind. Wunderschön, jetzt sind sie, muss ich sagen. Also, was soll ich sagen, Leute? Das ist der Cheat Night. So wie er lebt und lebt. Und ich habe keinen Plan, was da steht. Bevor ich dieses Video jetzt natürlich beende, werde ich euch natürlich noch schnell zeigen, wie das Field Update, was jetzt neu rausgekommen ist in Korea. Das solltet ihr natürlich nicht verpassen. Aber hey, ich finde, die Pose kann man drüber diskutieren. Man kann jetzt Dungeon auch, wie man sieht, von der Stadt aus starten. Ich weiß zwar nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Und wenn mir jemand helfen kann, was jetzt da für eine Quest ist, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas muss ich sammeln, irgendwas muss ich gleich wegbringen. Wahrscheinlich habe ich die Quest fertig. Aber ey, ich zeige euch jetzt kurz das Field, wie es aussieht in Besma. Also hier kann man ganz normal kämpfen, Leute. Wahrscheinlich kann man auch hier ohne Wille, hier kann man ganz normal durchgehen und angreifen. Hier kann man leveln, wenn ich mich nicht sogar irre. Guck, hier sind Gegner. Kann man Skills benutzen, alles hier. Also... Ja, jetzt lauf doch. Das Field ist sehr groß, muss ich sagen. Und ich weiß auch jetzt nicht. Hoppala. So, jetzt. Wow, leck, what the hell. Wow. Also, wow, ich muss sagen, hier sind viele Gegner. Wow. Na gut, guck, es sind Lags. Ich kann auch nichts dran ändern. Ich weiß auch nicht, what the fuck. Woran es liegt. Oh, hey, Nirena. Hi. Rush, 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 rush. Schnell wieder abhauen. Es laggt mir hier zu sehr. Ich glaube, wir mit 9 FPS rum, Leute. Glaubt ihr das? Ach du verdammte Hacke. Lauf, 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 lauf. Zurück nach Besma. Zack. Lauf, 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 lauf. Tja, Leute, ich guck mal, wo ich diese Quest abgeben kann oder was ich überhaupt damit machen muss. Weil der Text sagt mir jetzt hier nicht wirklich was. Gut. Lauf, 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 lauf. Chubuk. Oh, Halleluja. Was? Gut, das verlaufe ich lieber nochmal alle schnell an MCPs durch, um zu wissen, mache ich das Richtige gerade? Lauf, 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 lauf. Gibst du mir irgendwas? Nein. Gut. Quest. Wahrscheinlich die nochmal. Gut, Leute. Das ist Edward Korea. Ich werde euch natürlich mit jeden Tag, ich versuche jeden Tag neue Videos davon zu machen, wie ich vom Cheat Night bis zum Infinity Sword hochlevel. Bevor ich aber vergesse, will ich mir den Market mal schnell angucken. Das müsste Avatar sein. Wow. Gucken wir uns mal die Preise an. Oh, 25 Millionen nur. Aber das ist der Vorteil in Korea. Hier muss man nicht mehr extra siegeln. Gut, aber... Oh, Eldrid. Oh, 31 Millionen nur. Nasort. 30. Wow.
Hey, nicht schlecht. Tja, Leute, ich muss mal ein bisschen sparen, um mir die zu kaufen. Aber hey, mal sehen, ne? Mal sehen. Hm? Was war das denn? Gut, Leute, ich bin Sorik Mantoan. Das ist Let's Play Elsword Korea mit mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Elsword Korea. Unsere Legende beginnt sofort. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.